Ey! Ja, deshalb dreht man Arsch, Leute, damit sowas nicht passiert. Seit 1,5 Jahren, denke ich sogar. Okay, und geht voran? Oder könnte besser sein? Dann fragst du sie, wie lange sie schon trainiert. Dann fragst du sie, was sie vielleicht gerne trainiert. Ob sie auch so oft Legs macht wie du. Servus, Leute. Mein Name ist Paul Nadelner. Das ist Manuel Haas. Und wir finden heute raus, welchen Split die deutschen Gymgeher bevorzugen. Fragen hier die Leute und checken mal aus, was hier so der Standard Deutschland-Split ist. Ob sie überhaupt nach einem Split trainieren. Also, wir sind hier mit. Was ist dein Name? Sascha, wie lange trainierst du schon? Schon eine ganze Weile, ein paar Jährchen. Aber okay. Und hattest du dann immer denselben Trainingsplan oder hast du immer geswitcht? Ich habe geswitcht. Und aus welchen Gründen? Weil es nicht funktioniert hat oder weil du es nicht gefühlt hast? Ja, irgendwie nicht gefühlt. Mittlerweile trainiere ich Brust, Rücken und Arme separat und dann Schulter ein bisschen und Beine natürlich. Okay, also sozusagen Arnold-Split haben wir auch mal gemacht. Ja, macht ihr nicht mehr? Nee, weil unser Fokus jetzt auf Brust und Rücken liegt und wenn wir das am selben Tag trainieren, kann man sich immer noch auf eine Sache fokussieren. Und was sind dann deine Ziele? Warum machst du diesen Trainingsplan? Einfach um ein bisschen fit zu bleiben, ein bisschen aufzubauen. Ja, aber du sagst es nicht, du machst diesen Plan, weil darauf Fokus auf das und das gelegt wird oder nicht? Nein. Also ich könnte auch jeden anderen Plan machen, Hauptsache ich komme ein bisschen ins Gym. Okay, also Hauptsache es dir gefällt und du kannst durchziehen so. Genau. So, Freunde, wir haben jetzt den nächsten Kandidaten. Name, also wie heißt du? Ich bin Mohammed Abdulaziz. Wie lange aus Irak. Ah, sehr geil. Wie lange trainierst du schon? Ein Jahr. Okay, perfekt. Und nach welchem Trainingsschema, also Trainingsplan trainierst du? Push, Pull, Beine, Brust, Rücken, Schultern, Arme, Beine oder trainierst du einfach nur, wie du Bock hast? Aber tut mir leid, ich verstehe durch alles. Okay, machst du immer Bizeps, immer Trizeps, wie ist dein Training? Machst du immer einen Muskel an einem Tag? Heute, ja. Heute nur Brust? Oder nur Brust heute, nur Brust. Also Bro-Split? Ja. Und warum? Was warum? Warum Bro-Split? Also warum immer eine Muskelgruppe nur? Gefällt dir oder? Ja. Ja. Okay. Sehr gut. Maschine, weiter so. Also für ein Jahr Training sehr stabil mit Bro-Speed. Junge. Also auch wenn es wahrscheinlich nicht ganz verstanden hat, es soll natürlich auch Spaß machen, Leute. Deshalb einfach das machen, was euch Spaß macht und was euch weiterbringt. Okay, also mein Name ist Paul, wie bist du? Ja. Alex. Alex, okay, wie lange trainierst du schon? Seit 26 Jahren. Also schon einige Zeit, da hast du wahrscheinlich auch schon einige Trainingspläne durch. Was war so der Trainingsplan, den du am längsten durchgezogen hast oder wie hast du das selber erstellt? Wie bist du das denn angegangen? Also seit 26 Jahren, wie gesagt, also das waren schon mindestens 10 Pläne. Die habe ich so alle 2 Jahre ungefähr was Neues, weil es wird einfach langweilig. Wahrscheinlich 2-3 Jahre war der Plan, den ich am längsten dann durchgezogen habe. War unterschiedlich. Das war mal 2-mal am Tag Training, dann war jeden zweiten Tag, also alles mögliche war das. Und wie trainierst du derzeit? 5-mal die Woche, trainiere Beine 1-mal die Woche und den Rest der Körpers 2-mal die Woche. Okay. Also jetzt gar nicht irgendwie Bro-Split aufgeteilt, schon wirklich so jeden Muskel zumindest 2-mal die Woche außerhalb Beine. Ja, Montag zum Beispiel Beine, Dienstag ist dann die Brust, dann die vordere und mittlere Schulter und der Trizeps. Mittwoch dann ist dann die Rückendichte, Donnerstag ist dann Cardio-Tag, Freitag dann wieder die Brust, Samstag wieder dann der Rücken, aber hauptsächlich dann von oben. Für die Breite, Rückenbreite, für Lat und Sonntag wieder dann Cardio. Also mehr oder weniger eigentlich Push-Pull-Beine. Ah, auch cool. Und das ist jetzt so der Plan, den du jetzt wahrscheinlich die nächsten 1-2 Jahre machst und dann wieder wechselst? Wahrscheinlich, ja, wenn es langweilig wird oder mal wieder was verändern will. Ja, wie gesagt, es muss Spaß machen. Ja, genau, es muss Spaß machen. Also, dann zieh durch und alles Gute weiter. Danke. Und zwar stellen wir heute die Frage, nach welchem Trainingsplan die Leute denn so trainieren? Boah, ich war ein 6er-Split. Jeden Muskel einzeln. Das heißt, 6-mal die Woche jeden Muskel einfach einzeln, ja, durch? Einen Tag. Und wie lang machst du das schon? Wie lange machst du das jetzt? 9 Monate, 10 Monate? Und geht gut voran? Fortschritte, ja, sind am Start? Okay. Sieht auf jeden Fall gut aus. Also, Dankeschön. Machst auf jeden Fall einiges richtig anscheinend. Ja. Wir haben den Kollegen gerade mitten im Satz, deswegen ein bisschen. Ich denke schon. Aber hast du auch schon mal nach einem anderen Plan trainiert? Ich habe schon alles trainiert, ich bin fast 40. Krass. Machst du auch Wettkämpfe? Nee, gar nicht. Ich mach für mich. Sauber, dann zieh durch, weil dein. Machen wir. Solange Spaß macht, passt ja, alles. Ja, Spaß macht es ja nicht immer. Nicht immer, das stimmt. Ja. Deshalb dreht man Arsch, Leute, damit sowas nicht passiert. Damit man nicht reinkommt hier. Okay, also stell mir mal vor, ich bin Paul, wie heißt du? Benni, okay, freue mich. Wie lange trainierst du schon? Immer mal wieder, regelmäßig, so seit 2 Jahren. Hattest du da verschiedene Trainingspläne oder hast du immer denselben oder oft geswitcht? Zu Beginn Ganzkörper und jetzt Push-Pull-Legs. Eigentlich eh nur 2 Pläne in 2 Jahren so? Genau. Und gefällt dir bis jetzt oder wie lange machst du schon? Also Push-Pull-Legs? Seit 1,5 Jahren, denke ich sogar. Okay, und geht voran oder könnte besser sein? Könnte besser sein, aber ja, Schulter macht auch nicht so mit, von daher. Also verletzungsbedingt oder Regenerations? Genau. Entzündet und geht nicht wirklich wieder weg. Aber vom Training oder einfach aus irgendwas aus dem Alltag? Gute Frage. Okay. Aber du willst jetzt schon weiterhin Push-Pull-Legs machen oder hast du vor, irgendwas zu ändern? Oder? Ich denke mal, dass ich dabei bleibe. Erstmal, solange es Spaß macht, werde ich dabei bleiben. Hast du Wettkampf geplant oder so? Nee. Also einfach nur, um fit zu sein, gut auszusehen. Genau. Wie alt bist du? 26. 26, Alter. Krass, sieht viel jünger aus. Hör ich öfter, ja. Na dann, alles Gute und ja, bis dann. Hey. Hey, 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 hey.
Nach was für einem Trainingsplan trainierst du derzeit? So I did 3 days legs and 1 day back, the other day chest. Okay, interesting. Thank you very much. Ich übergebe jetzt mal ans weibliche Personal. Camilla darf jetzt auch eine Frau befragen. Damit wir hier die Lehrlinge ausbilden. Und dann vielleicht kommt bald bei Camilla. Achso, man hört mich gar nicht. Und dann vielleicht kommt auch bald bei Camilla. Mal was, wir werden sehen. Okay, also du fragst jetzt, wie sie heißt. Stellst dich zuerst vor. Dann fragst du sie, wie lange sie schon trainiert. Dann fragst du sie, was sie vielleicht gerne trainiert. Ob sie auch so oft Legs macht wie du. Was ihr Trainingsplan ist. Warum sie das so macht. Was ihre Ziele sind und so weiter, okay? Ja, mal schauen. Ja! Falls ihr auch bombenmäßig im Gym performen wollt, kann ich euch nur Strong empfehlen. Es hält 5 Gramm Kreatin. Kreatin ist eines der meist erforschten Supplements auf dem Markt mit nachweislicher Kraftsteigerung. Es lagert Wasser in den Muskel ein, sieht somit praller und muskulöser aus und werdet instant stärker. Das heißt unbedingt nicht auf Kreatin verzichten und schon gar nicht auf Strong, denn wir haben ja auch viele weitere Produkte, Inhaltsstoffe am Start. Zum Beispiel Magnesium und Zink, was über den Schweiß verloren und somit wieder aufgedeckt wird. Außerdem noch Vitamin D, K, Jod und Folsäure, was potenzielle Mangelnährstoffe sind, die somit auch aufgedeckt werden. Und was noch am Start ist, Spirulina plus Spinalextrakt, aka Ektosteron, was auch nochmal unter Training bleiben können. Wir haben mit Fizzy Peach und Wild Berries Geschmack am Start, beide ultimativ geil. Und mit Paul spart ihr as always 10% auf die gesamte Bestellung. Nice to meet you, my name is Camilla. What's your name? I'm Daphne. And what's your training split? I don't really follow a program, like I look up basketball and workouts either on IG or on YouTube and I just follow them. So you mainly do basketball? Yeah. That's great. And how often do you go to the gym? I'd say 5 to 6 times a week. And what do you do then? Just everything? Yeah, either like if I have basketball practice, I combine that with weights, and if I don't have basketball practice, I combine it with cardio and functional stuff. Very nice to meet you. Nice to meet you too. Und nächstes Mal beim Interview, wenn du auch was sagst, kannst du das Mikro wieder so zu dir nehmen. Dann hört man dich auch. Aber es war gut. War gar nicht so wichtig. Das war gut. Okay, wie heißt du? Sam Radiger. Okay, ich bin Paul. Wir haben uns vorher schon kurz unterhalten. Wir waren gemeinsam auf Turbine 2019. Ja, genau, GmbF, Fürstreichenhaber, klasse. Das stimmt. Wie lange trainierst du schon? Also seit gut 5 Jahren, ja. Und am Anfang schon nach Trainingsplan trainiert oder Freestyle oder wie war es bei dir? Die ersten 2 Jahre, muss ich sagen, das war einfach so Freestyle. Ich habe Calisthenics gemacht. Auch nebenbei Hit-Gym, Boxing auch habe ich gemacht. Aber jetzt seit 3 Jahren so richtig nach Plan und so. Und dann auch auf Plan gewechselt oder immer bis jetzt 3 Jahre denselben Plan gehabt? Nie, also fast hat der so derselbe Plan. Aber ja, ansonsten hat je nach Gefühlen. Also. Jetzt hast du schon irgendwie fokussiert auf spezielle Muskelgruppen, dass du sagst, ich mache den Plan, weil da die und die Muskelgruppe fokussiert wird oder einfach, weil es dir derzeit Spaß macht und du gut vorankommst. Auf jeden Fall die Schwäche hat verbessern erstmal und dann mal gucken hat, wie die Form so aussieht. Man guckt hat ja, wenn da noch eine Schwäche gibt, dann arbeitet man noch dran, weißt du. So, was ist derzeit dein Plan? Also jetzt mache ich 3-Split, sprich hier zur Zeit hat Brust, Schultern an einem Tag und dann Beine und dann am letzten Tag Rücken, Arme oder Arme so alleine, weil Arme so hat mir so die größte Stärke hier zur Zeit. Okay, und demnächst nochmal auf die Bühne, irgendwelche Pläne? Also dieses Jahr glaube ich nicht, wird nicht passieren. Frühestens hoffentlich hat nächstes Jahr Frühsaison. Mal gucken, wenn es klappt, dann ja, wird geil auf jeden Fall. Okay, nice. Bei dir aus. Ja, mal schauen, ob es nächstes Jahr oder übernächstes Jahr auf die Bühne geht. Aber ansonsten sehen wir es auf jeden Fall. Fantastisch, ja. Na gut, dann, Glückwunsch, Bruder. Alles ja. Gute. Manuel hat auf jeden Fall keinen Bock mehr, deshalb wird das Video jetzt beendet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. War auf jeden Fall witzig, oder? War mega witzig, Mann. War geil auf jeden Fall. Perfekt. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. War auf jeden Fall eine coole Umfrage. Lasst gerne ein Like da. Falls ihr mehr davon sehen wollt, werden auf jeden Fall noch in einigen Gyms zugange sein in den nächsten Jahren. Also gerne mal auch in die Kommentare schreiben, was ihr noch für Umfragen sehen wollt. Ob das euch gerecht wurde, ob ihr Spaß daran hattet, ob es interessant war. Ich hab Hunger und will jetzt erstmal essen, Alter. So ist es. Deshalb viel Spaß. Ich wollte schon sagen, viel Spaß. Danke fürs Zuschauen. Schaut gerne bei Camilla vorbei. Schaut bei Manuel vorbei. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.